Flüchtlingskrise in Europa verfolgt sogar Präsident Putin auf Pressekonferenzen bis nach Russisch Fernost, wo er aktuell anlässlich eines Wirtschaftsforums weilt. Dort hat ihn ein Journalist nach seiner Meinung zum Thema gefragt. Hier die Antwort in deutscher Übersetzung. Ich habe über das Problem schon vor einiger Zeit gesprochen. Es ist in unseren Archiven. Diese Krise war zu erwarten. Sie erinnern sich bestimmt, dass ich vor einigen Jahren an unsere westlichen Partner appelliert habe, dass sie eine falsche Außenpolitik verfolgen. Vor allem in der Region der muslimischen Welt im Nahen Osten und in Nordafrika, die große, große Probleme verursachen wird. Sie haben sie kaum geändert. Woraus besteht diese Politik? Ihre Standards berücksichtigen überhaupt nicht die religiösen, historischen, nationalen und kulturellen Besonderheiten dieser Regionen. Es ist natürlich vor allem die Politik unserer amerikanischen Partner. Europa folgt dieser blind im Rahmen seiner sogenannten Bündnisverpflichtung und trägt ihre Last. Wir müssen, und das möchte ich betonen, gemeinsam den Terrorismus und Extremismus aller Schattierungen, besonders in den Ländern mit schwieriger Lage, bekämpfen. Ich war überrascht, wie jetzt einige US-Medien Europa in Bezug auf mangelnde Flexibilität bezüglich der Einwanderer kritisierten. Die USA müssen keinen solchen Migrationsstrom ertragen. Und Europa hat eine solche Belastung durch das blinde Befolgen der US-Richtlinien. Ich sage das jetzt nicht, um zu behaupten, wir seien intelligent und unsere Partner waren kurzsichtig und hätten jetzt daran zu knabbern, sondern sie müssen verstehen, was zu tun ist. Was ist zu tun? Die Antwort ist sehr einfach. Erstens müssen wir gemeinsam, und ich möchte das betonen, gemeinsam gegen Terrorismus und Extremismus aller Schattierungen, vor allem in schwierigen Ländern, kämpfen. Dies ist das größte zu lösende Problem, und es wird ohne Anstrengung nicht zu lösen sein. Wie kann man auf den Islamischen Staat zugehen? Das ist nicht möglich, die Leute flüchten. Die Extremisten töten Hunderte und Tausende von Menschen, sprengen Kulturdenkmäler, verbrennen lebendige Menschen oder ertränken sie, sie schneiden ihnen die Köpfe ab. Wie soll man dort leben? Natürlich gehen die Menschen weg. Erstens müssen wir uns um Terrorismus und Extremismus kümmern. Zweitens ist es notwendig, die Wirtschaft und das Sozialsystem dieser Länder wieder aufzurichten. Wir müssen das mit Respekt für die Geschichte, Traditionen, Religionen und Völker dieser Länder tun, um die Staatlichkeit dort wiederherzustellen und sie im großen Rahmen wirtschaftlich und politisch unterstützen. Wenn wir alle unsere Anstrengungen zu diesem Ziel vereinigen, dann werden wir ein positives Ergebnis erzielen. Wenn wir getrennt voneinander handeln und uns untereinander über quasi-demokratische Grundsätze und Verfahren in einigen Bereichen streiten, geraten wir in eine noch größere Sackgasse. Aber ich hoffe noch immer darauf, dass sich die Bemühungen aller Partner vereinen.